Leute, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde League of Runeterra heißt das, glaube ich, das Spiel. Und gar nicht League of Legends Runeterra, sondern League of Runeterra. Ich möchte eine Runde gegen einen Gegner spielen mit einem Testdeck. Das ist dieses. Und ausrüsten. Oh lol. Okay. Ja. Und zwar, wenn ihr das Deck ausspielen möchtet, wie gesagt, das ist nur testweise. Ich würde es einfach mal ausprobieren. Ich habe einfach ein paar Karten irgendwie zusammengewürfelt und geguckt, ob wir jetzt gucken, ob das irgendwie klappt oder so. Das ist der Code dazu, könnt ihr euch abschreiben oder in der Videobeschreibung habe ich den auch reingeschrieben. Dann könnt ihr einfach auf Deck importieren gehen, hier oben diesen Code eingeben und dann Deck importieren und dann ist das da drin. Dann kann ich das einen aber eben löschen. Wir werden mit diesem Deck einfach mal starten und gucken, ob es gut ist, ob es schlecht ist, das sehen wir dann. Wir spielen normal, ohne Ranked und gucken mal rein, würde ich sagen. Ich bin gespannt. Also so viel kann man auch noch gar nicht auswählen. Ihr seht, ich habe drei Champions, Zed, Elise und Shen. Ich bin mal sehr gespannt. Ich glaube, Shen kann ich gar nicht entwickeln mit den Karten, die ich da drin habe, aber wir sehen es. Ja, fängt natürlich echt gut an. Erstmal, mal neu. Ich habe auch relativ viele Einser-Karten, aber irgendwie kommen die nicht. Lady Elise, wo seid ihr? Okay, so, dann starten wir auch damit einfach. Diese Wälder schützen die Iren. Was für eine Stimme, Alter. Aber angreifen kann er nicht, weil wird er verlieren. Könnten die auch schon ausspielen. Aber wir können auch das machen, dann kriegen wir noch eine Spinne. Ja. Können wir danach nämlich einfach angreifen. Es sei denn, er hat nur einer, die er jetzt spielen kann. Gut, im Endeffekt war es gar nicht so klug, weil er hat ja auch diese Spinne. Oh lol. Die Karte ist nice. Greifen wir an. Gucken, was passiert. Also wird er wahrscheinlich beides blocken und meine eine Spinne wird sterben, aber ist fein. Ist fein für mich. Nein, dann bist du jetzt dran. Einmal Geräusche hier machen. Wir haben drei. Damit könnten wir sie auch rufen. Wenn ich sie beschwöre, kann ich auch eine Karte ziehen. Oh, wir haben Shen sogar. Finde ich jetzt nicht so nett. Rufen sie einfach. Naja, die hätte ich jetzt Feuer brauchen können, aber gut. Lol. Okay, das ist nicht so nett. Blocken kann ich nicht. Okay. Ja, gut. Alles ist besser zu zweit. Sagst du. Sind beide unangreifbar. Das heißt, ich kann auf jeden Fall viel Schaden machen. Du musst keine Angst haben. Auf geht's. Wir greifen einfach an. Weil er kann ja eh nicht blocken. Wunderbar. Aber wir ja, ich weiß nicht, irgendwie hätte ich ein bisschen mehr gehofft, dass ich am Anfang eine geile Karte kriege. Aber völlig fein. Wirklich völlig fein.
Auge des Zwielichts sieht alles. Okay, ey, das ist echt ein starkes Deck. Waffen mal die Schildkröte, aber die würden wir eher, kriegen wir eher gespielt als das Ding. So, wenn er jetzt angreift, stirbt hoffentlich eine Einheit. Dann können wir den vielleicht noch machen. Okay, die haben alle Bedrohung. Alter, das ist ein ziemlich starkes Deck. Darf ich jetzt gleich noch die spielen? Das ist böse, das Deck, Alter. Oh, und ich ziehe halt nur diese High-Karten gerade, ne? Würde ich gerne spielen, aber ich glaube, ich bleib dabei. Eine 6-3 oder eine... Ja, wir gehen 3-6, weil... ja, kann halt eh nichts. Also wir haben 3 Schaden, dann kriegen wir eh alles kaputt, also von daher. Wenn wir nächste Runde können wir den noch spielen, dass wir jeden einen Schaden machen. Dann würden wir 1, 2, 3 auf jeden Fall Schaden kaputt kriegen und unseren Nexus heilen. Das ist gut. Nochmal. Sehr nice. Okay, der wird wahrscheinlich jetzt da mit denen forcen. Ja. Kann ich nochmal spielen? Eins, zwei, drei, vier kriegen wir auf jeden Fall kaputt. Das heißt, den blocke ich im Endeffekt gar nicht. Was ist jetzt an? Das war gut, Alter. Das war gut, dass ich das gekriegt habe. Puh. Wir schlagen zu. Jetzt. Puh. Das ist gar nicht so geil, die alte da. Puh, 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 puh. Ja, was tust du jetzt, hä? Soll das eine Bedrohung sein? Ah, okay. Nicht zögern. Aha. Im Endeffekt ist egal, wen ich von beiden blocke. Der lohnt sich halt nur, weil er ein Leben mehr hat noch. Kann ich gleich nämlich nochmal einspielen davon. Oh ja, sie hat Erdbesuch. Zack. Und dann können wir den gleich auch nochmal spielen, um nochmal eine Einheit zu deffen. Was kommt jetzt? Wahrscheinlich das hier, oder? Nee. Ah, ja gut. Hätte auch noch genug Mana, also lohnt sich das auch für ihn. Ja, und das war auch nicht schlecht. Zack. Was war das? Können wir bei 3 Einheiten deffen. Und sie kriegen wir tot, wenn er damit angreift. Das ist gut.
glaube, ich würde ihn auch da rein traden. Weil er hat nur zwei Leben und damit könnte ich einen von den beiden deffen. Und hiermit würde ich ihn halt einfach wegdeffen. Der und der. Ja, okay. Würde ich trotzdem machen. Nur wenn ich da nicht eine starke Karte verliere. Das war dämlich von dir. Ich habe jetzt gewonnen, oder nicht? Ich kann damit mit den beiden angreifen und die kann er nicht blocken. Ja, und los. Er kann diese zwei Dinger nicht blocken und die sind halt unangreifbar. Also, das war ziemlich dämlich. Er hätte angreifen müssen. Weil dann hätte ich blocken müssen oder wäre er gestorben. Und so verliert er halt. Es sei denn, er hat jetzt noch nicht eine Karte, womit er einen von beiden töten kann. Ja, aber du kriegst 12 Schaden, Madame. Also, bis jetzt gar nicht so schlecht, das Deck, würde ich sagen. Gut, also der Anfang war echt häufig und das so viele Viecher und so, das ist halt echt eklig da zu kämpfen, aber hat geklappt. Dann können wir übrigens auch, wenn ihr Lust und Laune habt, ein eigenes Deck macht, könnt ihr mir auch gerne in die Kommentare. Ist ja halt hier unter Sammlung und da und den Teilen, den Code, könnt ihr mir den gerne in die Kommentare schreiben und dann kann ich das Deck einfach mal testen. Also vielleicht werde ich damit auch nicht klarkommen oder ich habe die nötigen Karten dafür nicht, das kann auch sein. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn ich ein Deck importiere und ich die Karten dafür nicht habe. Aber, ja, wir gucken einfach mal. Also ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Das Deck bis jetzt war gar nicht schlecht, wir haben eine Runde gewonnen, das heißt aber nichts. Und ja, es war eigentlich so, mach mal fertig quasi das Deck. Gut, in der nächsten Folge werden wir auf jeden Fall eine Expedition starten, weil ich habe diesen Token bekommen. Und ja, ich würde einfach sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Falls es euch gefallen hat, würde ich mich über eine Wette und Kommentar freuen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, euer kleiner Tom. Ciao, ciao und bye, bye.